Also ich werde auf gar keinen Fall diese komischen Masters of the Universe Revelation Figuren kaufen. Also, nee, das ist nicht meine Welt. Absolut nicht, gar nicht. Niemals. Niemals, 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 niemals werde ich anfangen, Revelation Figuren zu Ich sammeln. meine, warum sollte ich das tun? Das ist doch Schwachsinn. Also, nein. Ganz bestimmt nicht. Also, ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht, ihr könnt sagen und denken, was ihr wollt. Niemals. Niemals, niemals wird es bei mir irgendwelche Revelation-Figuren geben. Nein! Wo kommen die denn auf einmal her? Was macht ihr hier? Komisch. Kann mich gar nicht erinnern, euch gekauft zu haben. Was ist hier los? Also, ich habe wirklich keine Ahnung, warum jetzt hier zwei Revelation-Figuren stehen. Ich wüsste nicht, warum ich die gekauft haben sollte oder wann, wie oder welchen Umständen. Aber gut, wenn die beiden schon mal da sind, dann können wir sie uns auch mal ein bisschen näher anschauen. So, fangen wir doch mal direkt mit Evelyn an. Ja, das ist Evelyn, steht drauf. Die Verpackung ist doch recht groß geworden, wie ich finde. Und wie man sieht, hat die Figur auch reichlich Zubehör dabei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, weil es spiegelt sich. Und hier seht ihr auch mich im Hintergrund. Huhu. Hier haben wir zum Beispiel einen Wechselkopf, verschiedene Hände. Dann haben wir einmal den kurzen Stab, einmal den langen Stab. Dann hat Evelyn noch ihr Handtäschchen dabei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Aber wir werden die Figur auf jeden Fall gleich auspacken. Denn der Vorteil an den Masterverse-Figuren ist ja, dass man sie wieder in die Verpackung zurückstecken kann. So, deswegen macht es für mich auch keinen Sinn, solche Figuren doppelt zu kaufen, weil in die Vitrine wollte ich sie eh nicht stellen. Ich lasse sie in der Verpackung, wenn ich sie mal brauche, kann ich sie rausholen und wieder zurück tun. Ey, tolles Artwork, ne? Sieht klasse aus. Und guck mal, die Rückseite, die sieht noch besser aus. Also, da muss ich sagen, das gefällt mir schon mal richtig gut. So, hier werden weitere Figuren beworben: He-Man, Mothman, Skeletor und Evelyn. Cool. So, an der Seite steht nochmal der Name der Figur. Also, ich würde sagen, so eine Figur, die darf man eigentlich nicht an die Wand nageln. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ich schätze mal, ich stelle die einfach so ins Regal, dass man einerseits von vorne sehen kann, dass man vielleicht das Artwork noch sehen kann, dass sich die Figur auch bewegen kann. Ja, doch, die wird in der Verpackung bleiben und sie wird nicht an die Wand genagelt werden. Aber gleich holen wir sie einmal raus. So, jetzt haben wir die Gute aus der Verpackung befreit. Und ich muss sagen, die sieht richtig klasse aus. Also, man mag hier über den Revelation-Cartoon sagen, was man möchte, aber die Evelyn, finde ich, ist richtig gut gelungen. Ich habe ihr das Täschchen umgehängt und kurz danach wollte sie nicht mehr stehen, ist umgekippt, aber ja, letztendlich steht sie dann ja jetzt doch. So, jetzt können wir uns nochmal das Zubehör ein bisschen genauer angucken. Wir haben halt hier den Wechselkopf. Dann haben wir halt die verlängerte Version ihres Stabes und Hände. Ja, austauschbare Hände. Finde ich richtig gut. So, der Karton ist jetzt leer und jetzt sieht man auch deutlich, was man vorher nicht gesehen hat, nämlich den Hintergrund. Das sieht aus wie ein paar, ja, irgendwelche Mauern. Auf jeden Fall gut gelungen. Naja, es ist nicht die klassische rote Blisterkarte, die wir Fans so kennen und lieben, aber es ist trotzdem interessant gemacht, wie ich finde. So. Kann jetzt natürlich nicht unbedingt mit der normalen Evelyn mithalten, ist klar, ist halt unsere Origins Evelyn. Hier zum Vergleich nochmal die Origins Evelyn. Klar, die würde ich natürlich jederzeit vorziehen, gar keine Frage. Logisch. Und schauen wir uns auch mal die 2000er Evelyn an. Auch aus der Origins-Serie. Für uns alte Fans ist klar, dass die alten Figuren natürlich an erster Stelle stehen. Ja, und hier auch der Beweis, man kann die Figur tatsächlich einfach hier wieder zurücktun. Einfach wieder in den Blister reinschieben. So, dann einfach wieder zumachen hier oben. Also ein bisschen schwierig mit. Mit einer Hand ist das ein bisschen schwierig hier. Ah ja, ich könnte natürlich das Handy einfach mal weglegen und das Ganze ein bisschen professioneller machen, aber nein, nein, sowas gibt's bei mir nicht. So. So, jetzt ist sie wieder drin. Und wie man sieht, ja, wunderbar. Auspacken, einpacken,
wie man es denn möchte. So, und damit kommen wir zur zweiten Figur, Skelegott. Machen wir mal ehrlich. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die Figur sieht doch schon geil aus, oder? Das ist doch mal ein richtiger Kavenzmann. Also, finde ich richtig klasse. So, auch hier haben wir natürlich Zubehör dabei. Zum Beispiel das Zauberschwert. Warum er das hat, naja, das erfahren wir in der letzten Folge des Cartoons. Also falls ihr Revelation, den Cartoon, noch nicht gesehen habt, in der vorerst letzten Folge erfahrt ihr, warum Skeletor das Zauberschwert hat, beziehungsweise Skelegott. So, auch hier haben wir ein schönes Artwork von der Seite. Gefällt mir auch richtig gut. Hier die Rückseite. So, auch hier werden wieder Figuren beworben. Evelyn, Skeletor, Mossman, He-Man und Battle Cat. Und das ist dann, glaube ich, auch die komplette erste Welle, ne? He-Man, Mossman, Skeletor, Evelyn, Skelegott und Battle Cat. Hier auch nochmal der Name an der Seite. Und man sieht schon im Vergleich mit Evelyn, die Verpackung ist größer, wesentlich größer. Schaut mal. Da sieht man schon den Unterschied. Hast du euch meinen Kanal schon abonniert? Nein? Dann mach es jetzt. So, auch bei Skelegott gilt, einfach Verpackung auf, Figur rausziehen und nach Bedarf einfach wieder einpacken. Auch hier haben wir wieder von innen dieses hübsch anzusehende Mauerwerk oder was immer das sein soll. Oh mein Gott, was für eine geile Figur. Also ganz ehrlich, ich bin richtig beeindruckt. Also man kann ja über den Revelation Cartoon sagen, was man will. Ja, man kann ihn mögen, man kann ihn hassen. Aber bitte, diese Figur ist ja wohl der absolute Hammer. Ich habe die jetzt aus der Verpackung genommen. Ich habe dann auch direkt die Hand hier ausgewechselt bei Skeletor, weil, ne, sieht ja Wechselhände und so, damit er das Zauberschwert halten kann. Wahnsinn, ey. Guckt euch mal an, wie toll diese Figur ist. Mal von hinten betrachtet. Der Umhang, ja, schon klasse. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Figuren gefallen mir bisher richtig, richtig gut. Habt ihr euch auch schon Revelation-Figuren? Wie findet ihr sie? Gefallen sie euch? Werdet ihr sie sammeln? Werdet ihr sie nicht sammeln? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Meinen direkten Vergleich daneben, den Origins Skeletor mit Vintage-Kopf, direkt daneben. Ja, den Revelation Skeletor kann ich euch nicht zeigen, weil den habe ich ja noch nicht. Wenn ich den habe, dann stelle ich den gerne mal daneben, dass wir auch mal einen Vergleich machen können. Ja, schon cool. Also ich für meinen Teil bin echt begeistert von den Figuren. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Stellt sich mir anschließend noch die Frage, wo tue ich die eigentlich hin? Wie gesagt, an die Wand nageln werde ich sie nicht, also da, wo die Origins-Figuren hängen. Hatte ich zuerst vorgehabt, aber ganz ehrlich, die Verpackungen, die sind so geil, die müssen schon präsent im Raum stehen, dass man sie auch von allen Seiten betrachten kann. Ich habe mir überlegt, vielleicht auf der Fensterbank einen Platz frei zu machen, wo wir gucken, wenn die Sonne drauf knallt. Ihr wisst ja, was Sonne mit Blistern und Verpackungen so alles anstellt. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich werde auf jeden Fall einen Platz frei machen und dann werden die Figuren einen ehrenwerten Platz bekommen. Und wenn ich dann, wie gesagt, den normalen Skeletor habe, also von Revelation, können wir auch gerne mal einen Vergleich machen mit dem Skelegott. Ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.